Hallo, das dritte Video zur Serie "Wofür benutzt man Matrizenrechnung und was berechnet eigentlich ein LGS?" In diesem Video soll es um die Pseudo-Inverse gehen. Was ist die Pseudo-Inverse? Ich hoffe, das ist eigentlich schon klar. Wenn man jetzt diese Gleichung hier unten lösen will, dann kann man ja sagen, wir holen einfach, also nehmen wir an, a ist quadratisch, holen wir die Inverse von a einfach auf die andere Seite und so können wir x ausrechnen. Kein Problem. Was aber, wenn wir keine Inverse für a haben? Dann können wir auch keine Inverse für a nach b holen. Und hier kommt die Pseudo-Inverse ins Spiel. Nur mal so nebenbei, kleiner Trick. Wir haben ja ax gleich b. Wir könnten ja dann hier einfach die Transponierte von a dran machen. Würden wir dann hier auch dran machen. Und es gibt, wir wissen, es gibt auf jeden Fall eine Inverse von a transponiert mal a. Das heißt, jetzt können wir das rechnen. Nochmal so ein abgetrennter Strich. So. Dann haben wir irgendwie auch was auf die rechte Seite gebracht und kriegen dann auch irgendwie ein x raus. Die Frage ist jetzt nur, ob diese Lösung so sinnvoll ist. So, und auf diese Weise werden einfach, oder auf diese und auch andere Arten werden bestimmte pseudo-inverse Matrizen so berechnet, dass wir eben doch das x am Ende alleine auf der anderen Seite haben. So, die Frage ist, was machen jetzt diese pseudo-inversen Matrizen? Die sagen uns im Grunde nur, wenn wir hier jetzt in unserem Beispiel hatten wir unendlich viele Lösungen und die normale Inverse existiert nicht, weil wir einfach unendlich viele Lösungen haben. Die kann damit nicht umgehen. Aber die Pseudo-Inverse sagt uns jetzt, welche dieser Lösungen von diesen unendlichen ist denn die beste? Ist die beste? Oder ist die beste? Oder vielleicht sogar die beste? Und ganz ehrlich, das hängt dann von der Pseudo-inversen Matrix ab, die ihr benutzt. Also ihr könnt eine Pseudo-inverse Matrix euch konstruieren, bestimmt, die diesen Weg euch als besten ausgibt. Ob das dann tatsächlich der beste ist, ist sehr fraglich. Eine der berühmtesten, die ihr auch wahrscheinlich auf Wikipedia unter dem Thema finden werdet, ist die Moore-Penrose-Matrix. Die gibt euch den. So, Stimme wieder geheilt. Die gibt euch den direkten Weg aus. Also, man könnte auch sagen, wenn wir jetzt an das Beispiel mit dem Roboterarm denken, der Weg, der am wenigsten Arbeit vermutlich erfordert, weil einfach der Weg dann am kürzesten ist. Und, okay, gut, jetzt haben wir das verstanden. Aber was ist, wenn wir keine Lösung haben? Wie soll uns denn eine Matrix eine Lösung geben, für die es keine gibt? Wir können unser Ziel doch gar nicht erreichen. Und jetzt kommt der Trick. Wir sagen, also gibt es auch nochmal eine ganz spezielle Matrix für. Aber diese Moore-Penrose-Matrix macht genau dasselbe. Die sagt, okay, wir können unser Ziel nicht erreichen, aber dann lasst uns doch zumindest dem Ziel so nah wie möglich kommen. Oder die beste Lösung auf dem Weg zum Ziel finden. Es wäre zum Beispiel eine Lösung zu sagen, wir könnten ja nach hier gehen. So dass wir einfach den direkten Weg gehen, aber dann dazwischen einfach stehen bleiben, da wo es nicht mehr weitergeht. Jetzt könnten wir aber auch sagen, wir gehen nach hier. Warum? Weil dieser Abstand ist kleiner als dieser Abstand. Oder auch kleiner als dieser Abstand. Mit anderen Worten, wenn wir alle Abstände vergleichen von da, wo wir hingehen können und dem Ziel, dann ist dieser Abstand hier der kürzeste. Und deswegen wird uns auch die Moore-Penrose-Matrix hier hinschicken. Dahin, wo der, man sagt auch, wo der Fehler zum Ziel oder wo der Fehler zum Erwartungswert, könnte man vielleicht auch sagen, also zum Zielwert, da gibt es verschiedene Formulierungen, die alle sehr verwirrend sind. Jedenfalls geht es darum, der Fehler zu unserem Zielpunkt soll so klein wie möglich sein. Wenn wir nämlich hier sind, haben wir noch einen kleinen Weg bis hier. Wenn wir hier wären, dann haben wir zwar den direkten Weg hier gefunden, aber wir haben immer noch einen sehr langen Weg zu gehen. Und wenn es unser Roboterarm sowieso bis hierhin gehen kann, warum dann nicht bis dahin gehen? Das ist also das, was uns die Pseudo-Inverse sagt. Sie sagt uns nicht den genauen Weg, sondern sie sagt, mit den gegebenen Bedingungen, die wir haben, gib mir darauf den besten Weg, die beste Lösung. Das Beste, was du rausholen kannst, aus dem, was du hast. Und das soll es auch schon zum Thema Pseudo-Inverse gewesen sein. Vielen Dank fürs Gucken.